Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und erzähle dir heute, wie der Jungfraumann mit der Wassermannfrau zusammenpasst. Ja, der Jungfraumann, der hat ja ein sehr bescheidenes und zurückhaltendes Naturell. Außerdem hat er sehr gerne einen routinierten Tagesablauf, um all seine Aufgaben pflichtbewusst zu erfüllen. Mit seiner schnellen Auffassungsgabe und exzellenten Wahrnehmungsgabe erkennt er Risiken und Gefahren sofort und wird diese auch gnadenlos ausschalten. Und so wäre es, wenn eine Wassermannfrau sich auf einen Jungfraumann zubewegen täte. Sofort geht sein Alarmsystem auf Rot, alle Glocken schrillen und er geht in absolute Alarmbereitschaft. Denn eine Wassermannfrau bedeutet Chaos, Umbruch, Rebellion, es kommen dann anstrengende Zeiten auf ihn zu. Denn eine Wassermannfrau, die ist bunt, die ist flatterhaft, die wechselt ihr Outfit und ihre Meinungen täglich, manchmal auch stündlich, die hasst Routine wie die Pest, die geht auch wahnsinnig gerne ins Risiko, komme ich heute nicht, komme ich morgen, was interessiert mich, meine Meinung von gestern, also da ist so viel Unvorhergesehenes geballt am Stück, damit käme der Jungfraumann überhaupt nicht zu Rande. Die Wassermannfrau, die ist ja extrem freiheitsliebend, die muss unabhängig leben, dann hat die ein hochgradig künstlerisches und kreatives Naturell, was sie ausleben muss. Die muss also auch hinaus in die Welt, muss sich ausbreiten, fliegt auch gerne sozusagen in den Lüften über alles drüber hinweg, um eine gute Beobachtung um eine gehobene Beobachtungsposition sozusagen einzunehmen, schaut sie gerne von oben auf die Dinge drauf. Das macht sie vielleicht auch für den einen oder anderen manchmal einen Hauch hochnäsig oder unangreifbar, unantastbar eben halt auch. Alteingesessenes oder festgefahrene Strukturen machen sie rasend. Das kann sie überhaupt gar nicht haben. Und auch so ein routinierter Tagesablauf wie ein Jungfraumann, dieses Brauch und auch dieses risikoarme Leben, was er führt. Und es ist ja doch auch sehr karg und die Hauptfarbe eines Jungfraumannes wäre grau. Das wäre natürlich für den bunten, für das bunte Naturell einer Wassermannfrau überhaupt nicht geeignet. Außerdem liebt sie es, Partnerschaften zu führen, die ab jeglicher Norm ist. Also das komplette Gegenteil vom Mainstream ist. Die braucht etwas sehr Unabhängiges. Natürlich müsste es auch wild und bunt in einer Partnerschaft zugehen. Es dürfte niemals Routine eintreten. Es müsste immer wieder etwas Neues passieren und man muss sich komplett ausleben und Grenzen darf es eben halt in einer Partnerschaft auch nicht geben. Also diese beiden sind wie Pech und Schwefel, Katz und Maus. Das kommt nicht aufeinander, das passt gar nicht zusammen. Es sei denn, sage ich gerne jetzt wieder an dieser Stelle, dass zum Beispiel der Jungfraumann einen Wassermann-Aszendenten hat oder die Wassermannfrau einen Jungfrau-Aszendenten. Oh mein Gott, auch diese Kombination ist dann schon ein bisschen schwierig für eine Person, weil man ja das Freiheitsliebende mit dem buchhalterischen Kleinkarierten einer Jungfrau in Harmonie irgendwie bringen muss, was es ja schon ein bisschen schwierig macht. Und insofern, selbst wenn man als Person diese Kombination schon
schon in sich trägt, dann ist man immer in zwei Richtungen ein bisschen hin und her gezogen. Auf der einen Seite eben halt das Naturell, was sagt, ach, Chaos ist eine ganz tolle Sache, und auf der anderen Seite dann eben halt das Disziplinierte und Geordnete der Jungfrau, die sagt, Moment mal, ich fühle mich aber nicht wohl, wenn hier alles um mich drumherum so chaotisch ist. Also das ist schon eine Kombination, wo man dann gucken muss, wo beide Naturelle irgendwo auch ihren Ausgleich finden. Ja, ich hoffe, dieser Ausflug in die Astrologie hat dir gefallen. Dann hinterlass mir doch bitte ein Like. Ja, falls dir irgendwelche Gedanken durch den Kopf gegangen sind oder Fragen oder du diese Kombi lebst und dazu etwas sagen möchtest, dann pack das doch bitte alles unten in die Kommentare rein. Weitere interessante Sachen über die Astrologie findet ihr auf unserer Webseite. Wenn ihr selber einfach mal nicht mehr weiter wisst und unbedingt einen absoluten Profi braucht, der euch weiterhelft, dann scheut euch nicht, uns anzurufen. Da findet ihr auch die Nummern bei uns auf der Webseite. Mein Ehemann, der dieses Unternehmen ja gegründet hat, der Benedikt Villinger, ist unser Chefastrologe, der hilft dir wahnsinnig gerne weiter, und selbstverständlich helfe ich dir auch sehr gerne weiter, und auch unsere Isis ist für euch da, auf die astrologischen Fragen zu schauen. Also guckt mal gerne bei uns auf der Webseite vorbei. Ja, falls ihr keine Folge verpassen möchtet, dann kann ich euch ja nur empfehlen, abonniert mich, und dann sehen wir uns eventuell in dem nächsten oder einem anderen Teil wieder. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Energie.